Hallo lieber Finn, wir werden wieder schaffen. So, wenn der Priester ständig beschlossen hat, was im Neuen Testament alles nennt hat, das ist die Geschichte. Ein Rudi nimmt die Bibel aus dem Wort Gottes an, das Wort mit dem Paste, von der erschien, was wir schaffen können, und er glaubt das auch. Der mit mir teilt, ich glaube die an. Und ob er das ja eine sehr schwere Zeit für uns die nächsten 1000 Jahre, was ich rede dann nur von ungefähr 500 Jahren nach Jesus, und diese persönliche Beziehung mit Gott und meine deutsche Erfahrung, was bei den ersten 300 Jahren die einzige Sache, die es war. 100% nicht. Das ist niemals, das gibt immer wieder Menschen, die eine deutsche Erfahrung mit Gott haben. Aber diese Priester und Hobbyisposten, so all die religiösen Lehrer, die beschließen Messer und Fuß, dass ein normaler Mensch, der durch Priester ist, der darf durch die Bibel lesen. Der hat das verboten, wenn es der wird das auch recht verstehen. Das ist ein großer Schasen, der kann auch nicht begreifen. Und so, und dann ändert sich der Spruch von der ganzen Bevölkerung in der Hölle dort über auf Latein. Das geht die dann lange, ich kann ein bisschen bosig beschäftigen. Aber dann, wenn es dort durch mal das sei so haft, was der Schriftwerlich sagt, dann denke ich, der Priester sich allerhand Sachen aus, um gastlich zu sein, weil ich Geld verdiene oder was immer. Und dann sind da Sachen zum Beispiel, wenn eine Frau, ein Mädchen mit röde Krüse hochhaft, was du in der Umgebung besonders schon nur von Europa ganz normal ist, dann hält er zu wie eine Heiz. Dann musst du da wenigstens schrecklich verkehlt. Und denkend, weit je noch, dort glaube ich, waren viel mehr nicht noch heute von diesem Spruch, wo der alle Menschen schon mal sehen, jeder Kralche hat ein Dalche. Und warum sind Krüse hoch bei der Ölkönig ja verboten und die früheste kamen sich dazu sehr glatt drauf, das ist bei mir nicht neidisch, ne? Aber man, warum hat man, wenn es Krüse hoch ist, was schlechtet? Wie kommt das her? Von du. Alle Menschen, die Krüse haben, sind eine Heiz. Messfurz. Aus. Der Priester sich da allerhand schon die Sache gedachte. Und dann, wenn dann in der Früh zum Beispiel der erwarten Baby, und war der krank und der Baby ging auf. Dann war der sehr traurig, dann ging in den Priester und sieht, was ist dann mit dem Baby? Der vertalte oder beicht dort, stahl dort, stund der Tau, dort sie das Baby verloren hat. Und dann sagt der Priester, dann ist dem Baby nur ein Dämon geworden. Und wenn du ein Blitzchen über Flehe setzt, das ist der Dämon, was dein Kind mal wird. Mittag. Was willst du feilen? Was hat das mit der Bibel zu tun? Warum kann so ein Priester so sein? Beleus, wenn du eine schlossliche, große Institution über dem Essen, dem beschützt hat. Das ist eine deutsche Erfahrung. Mit Gott hat nicht mehr Zeit. Und möchte euch den Unterscheid. Ich möchte nur berühren, und das nennt man die distre Zeit. Oskurantismo, ich reite, ich sage, distriktiert. Ich war noch mal mit Eigenschaften von dort rüthieven diese Jahre, was passiert ist. War das sehr, sehr viele Menschen angebracht, bloß wenn es die Mollefang selbst zu denken. Aber das hat immer Hüßgemeindes gegeben. Immer. Das haben die niemals ausgehalten können, ersticken können. So, was meinte der Herr Jesus, der dort haft immer war irgendwo so rückgebrüttelt in Gemeindes, Menschen haben sich tüss getroffen.
in what Mittelalter, so schreitlich Mittelalter, heute ist eine schwere Zeit, wo ich von rede, also von 500 nach Christus bis 1500 nach Christus. In den Jahren waren bloß alle Menschen angebracht, und die Zeit wäre anders stark, als was die Prediger sehen. Und von der ersten Tag war wie sozial, psychologisch, die Zeit. Wann wir uns nicht in Christus verankert haben. Aber was bedeutet in Christus verankert? Dort eigentlich mein Banner steht feule, mein Lächerweg. Dort muss ein Resultat sein von einem Gespräch mit Christus. Dort kann man nicht Geschäft lesen, dort kann man nicht Bibel lesen oder YouTube-Sache von Menschen, die von Christus noch nicht haben. Und die Gemeinschaft pflege mit anderen, wird auch so denken. Ja, ich gehe dort wieder. Und dann. Wenn ich zum Beispiel eine deutsche Erfahrung hatte, wieder zum Beispiel mal ein Wicklauf, dann habe ich dann also hier weit vorab, also mit diesen 300 Raum. Da sage ich mit eins hinter mal, Baby von England. Kein Mensch versteht ja nicht mal, was in der Bibel ist. Das Lateinisch schaffe ich nicht mal. Vielleicht ein paar Lieder von den Priestern. Ich wurde dort mal rein, ohne uns Englisch übersagt, wie ich in England rede, sagte. Und dann hat er sich Handschrift. Naja. Und ich bin dessen Rüthebe, weil der Stoff dann, ich will nämlich nicht die für sein ganzes Leben, das ist ein sehr, sehr wichtiger Mensch, denn ich muss nur ein bisschen wirklich, wenn du dort mal was mit nur im YouTube kostet, nur ein bisschen. Das sind Filme von dem. Aber 70 Jahre nach dem sind dort. Erste Katholische Kirche war in Zukunft Rakas, Azaya, Dali war dem. Dort in dem sind ja Knackers, Rüttpolcher. Dann wurde die verbrannt. Und dann wurde ihm die Gemeinde geschmettet. Dort erst nicht ein Kind Gottes sei. So, und dann fängt sich das an reinzumerken, dort wie du hinkommen, wo die Reform ist. Aber ich wollte ein bisschen vertellen, das Wort von der auch nicht ganz tarig geworden, am nächsten Tag noch wieder. Was will denn alles so vorher, dass die Reformation sehr viel Leute gedeiht? Wir sind all 1500 nach Christus. In das Römische Reich jaffert nicht mehr, dort jaffert keine große Regierung mehr. Wir haben in Deutschland einmal Warentwäsche eine große Regierung gehabt, aber auch nicht mehr. Nicht auf der Plus, so eine kleine Regierung, weil man mal sagen, von 50.000, 60.000 Hektar abmolen, dort ist dann ein Fürst heute. Ja, dort ist dann ein kleiner König. Sie haben dort hunderte kleine Könige, wo ganz Deutschland, in Holland, in Österreich, in so Schweiz, in so verteilt. Ja, das mal für verstanden. Aber das sind Menschen, die die armen Menschen so lange drehen können. Wenn es die armen Menschen, dass sie ja ehenden. Wenn ich zum Beispiel Feu habe, dann kann ich die Feu verkaufen. Und so können die sich, wenn ich nur ein richtiger Fürst will, dann kann ich die meine Arbeiter verkaufen. Ich kann den Städt Land verkaufen, dann verkaufe ich die danach, die Arbeiter damit. So, das wäre der andere Menschen, das wäre die arme Bevölkerung. Das macht wie sehr wichtig verstehen, was da alles passiert. Eier der Reform nennen. Nennen traft. So, aber was passiert ab dem ersten Religiösen? Der Priestash, der hatte sich nach meiner Geschichte gedacht, als bloß die, dass die Kinder Dämonen waren, wenn die aufgewohnt sind, wie die früher waren, das nicht auf Kontibur wurden. Der hatte sich eine andere Schasse Sache gedacht. Er hat sich zum Beispiel seine Korte gemalt, eine Mad von der Korte wie Christus. Dass wir die König, dass wir der ja, der Palast, wo Jesus hockt. Ein gedichter Bier, je nur ein Bier Christus im Städtland kaufen, ein Lot, zum Dominen Hüßbü, wo ich im Himmel wir, je dir muss ich tun. Die Menschen, die haben sich das gespürt. Das Geld, wo die Töpftrolle kommen, ob das Welt brachte, den Priester, und der verkauft dann einmal Lotte. Der wollte dann ein Lot 100 Mal verkauft haben, nicht? Aber einmal, der verkaufte dann Leute, der Priester ist wieder knallrig. Der hat furchtbar so viel Geld.
Plus wenns de Menschen glaubte dat alle. De wisten nicht, dat dat alle je leven wie. Kreize, als wie dat van de ooit leven. Dat wie nicht okay sind, wann de uns onze de Gemeinde schmieden. Oder wann de moderne Gesellschaft sagt, dat wie die nicht brokig haben. Die Wahrheit. Wat du duip, wat ik duip en mij, was de waarheid zei. Die zal ik onder mensen vertellen. En niet die, wat ik geloof, dat de andere mensen zich verstellen dat ik zei zal. Wel we voor onszelf denken, ik voor mij en du voor die, dürfen we zelf denken, ik wel zelf denken. En dan wordt Christus in iemand wassen kennen.